Dann sind sie nicht da. Dann wollen sie auf einmal nicht. Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Bleib ja hier. Alter. Nee, du rennst hier weg. Ich muss. Oh, ich hab's. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich so, dass du hier bist. So. Oh, hallo, Banane. Ach ja, ich heiße Banane. Stimmt, ich habe mich gewundert. Warum Banane? Ich habe einmal nur Banane eingegeben. Mein Name ist übrigens Banane in dem Spiel. Wusste ich. Ja. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu. Gut. Du hast ein seltsames Artefakt gefunden, das von der magischen Energie glüht. Du musst mehr über den goldenen Türknauf wissen. Das heißt. Hallo. Ich habe etwas für dich. Welches Level bist du denn? Ah. Weißt du was? Ich beschenke dich auch mal ganz kurz. Level 2. Ziemlich beste Freunde. Sag mal, bleibst du mal da? Hallo. Boah, bist du eingebildet. Der magische Türknauf. Ich hoffe, ich habe den nicht mehr irgendwo verkauft aus Versehen. Ich kenne mich halt so blöd, wie ich manchmal bin. Ich sollte mal wieder sammeln. Ich müsste mal eine Truhe machen, wo ich dann sammle und alles verkaufe mit einmal. Die ich dann vollhaue. Und dann verkaufe ich. Ich habe ja sowieso mehr als genug. Von daher kann ich was verkaufen. Blümchen. Ariel steht auch auf Blumen. Ich kann die Alte ja auch mal ein bisschen hochpimpen und ihr Zeug reinstoppen bis zum Hals. Ne, vom Hals bis zum Darm. Und damit sie glücklich ist. Tut nur ein bisschen weh bei den ganzen Dornen da drin. Aber ist ja nicht mein Körper. Pff, nee. Nicht mein Körper. Was juckt's mich? Gut. Der goldene Türknauf. So. Annie? Aber du kannst mal da rein. Ich muss mal gucken. Drei. 20. Okay, du bist 3. Warum? Weil man kann nur bis 99 hier reinmachen. Der Rest ist dann quasi zu verschenken, zu verkaufen. Und so weiter. Da kann auch alles weg. Und ich muss mal jetzt genug gucken, schauen, dass ich genug Truhen bekomme. Vielleicht mache ich mal so fünf Truhen. Und dann muss ich mal schauen. Den Türknopf nehme ich jetzt mal mit. Vielleicht brauche ich den hier irgendwo. Weiß ich noch nicht. Ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen. Ah, Beileidgrüße. Naja. Aber ich werde nicht traurig sein. Auch wenn ich gerne möchte. Aber es hätte meine Mutter nicht gewollt. Ich hätte lieber gewollt, dass man glücklich ist. Dass es dann gut geht
Und dass man sich über die Sachen, die man im Leben hat, auch freut. Bei dem Tod meines Vaters war es ja auch, war es ja zwar auch traurig, logisch, aber sie hat immer versucht, da optimistisch zu sein. Hat eben immer gekämpft, gerade wo die Kleine dann auf die Welt kam. Unsere Tochter, da ging ihr Herz so richtig auf und erst dann wollte es auch wieder richtig laufen lernen. Ja, weil wir sind ja dann auch nach Neuruppin gezogen, da war der Optimismus ja noch viel stärker, weil wir dann keinen Fahrstuhl mehr hatten, sondern in der dritten Etage wohnten. Und sie wollte ja unbedingt zu ihrer Enkeltochter. Und sie wollte ja auch mal über Nacht bei uns immer so bleiben. Habe ich auch nicht dagegen gehabt. Also manche, es gibt ja genug Menschen, die wollen ihre Eltern nicht mehr haben, egal wie gut sie sind. Ich kann die nicht verstehen. Ja. Aber sie hat da immer versucht, immer optimistisch zu bleiben, zu kämpfen. Und ich habe sie dann auch immer unterstützt. Ich habe ja sämtliche, ich habe die, ich hab, bin an die Decke gegangen, als man ihr die Reha nicht geben wollte, die ihr versprochen wurde und solche Sachen. Bin da regelrecht beim Chefarzt explodiert. Ich habe gesagt, versprochen ist versprochen. Sorry, ihr könnt nicht erst Hüß sagen und dann Hott meinen. Nur weil euch das gerade mal in die Laune passt und um denjenigen einmal mal zu besänftigen, um den einfach mal loszuwerden. Außerdem habt ihr das der Ärztin auch gesagt und ihr habt das auch einen Arztbrief geschrieben. So, meine Mutter ist jetzt wieder fit. Für die Reha, sie kommt jetzt in die Reha, macht einen Platz frei, ist mir egal wie, macht einen frei. Und dann haben die dann gesucht und gesucht, weil sie wussten, dass, ja, dass ich dagegen vorgehen würde. Und dann hat sie die Reha bekommen und wurde dadurch, das war der erste Startschuss zur Mobilität, zur richtigen Mobilität wieder. Ich muss gucken, wo kann ich denn diese Sache machen? Bringe mir einen goldenen Türknopf. Ja, weiß ich. Ich suche den ja gerade. Verflucht. Da ist er ja. Ich habe gerade Ariel und Merlin gesucht. Geben. Ja, und dann, Du wie bist gesagt, hier. dann hat sie mal Zu meinem versucht, mal richtigen Zeitpunkt. hochzukommen. Ja, hat sie auch geschafft. Wir haben ihr immer ein bisschen mitgeholfen. Ich war dann auch glücklich. Sie hat hier auf ihren Sessel gesessen, hat ihren Kaffee getrunken. Hab mit der Kleinen gespielt. Sie konnte ja nicht so viel machen. Aber sie hat mit der Kleinen gespielt, sie hat mit der Kleinen gelacht und das war schon viel wert. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist, ja? Und dass sie dann jetzt auf einmal so plötzlich krank wurde, von einer Stunde auf die andere, das hat uns alle geschockt. Wir haben nie mehr mit gerechnet. Die war so fit, die war so mobil, die war draußen die ganze Zeit unterwegs. Hier und da mit der Enkelin unterwegs und das und dies und jenes. Und auf einmal ruft mich die an. Also, gibt verschiedenen Dorfbewohnern ihre Lieblingsgeschenke. Okay. Ich weiß ja gar nicht, was die alle haben wollen. Dagobert möchte bestimmt, ich muss jetzt mal gucken, was habe ich überhaupt drin. Jo. Ich glaube, hier zu Hi. leben ist eine wunderbare Sache. Ich habe etwas für dich. Du übertreibst wohl ein bisschen, wa? Glas, deftiger Salat. Freundlichen Dank. Du übertreibst ein bisschen zu viel, aber ich gehe jetzt mal ra ich raus. Ich gehe zur Kiste. Schmeiß mal einfach alles rein, was da ist. Und dann gucke ich mal. Von außen so klein, von innen so riesig. Also das wünschte ich mir so. Wie bei Harry Potter, diese Tasche, oder dieses kleine Zelt. Ach hier. Nee, Fisch will wahrscheinlich keiner. Machen wir mal so. Holz will wahrscheinlich auch keiner. Das will wahrscheinlich auch keiner. Das auch nicht. Aber, Mann, ich habe hier Glitzersteine.
Und hier war irgendwas mit dem deftigen Salat. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.